Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuell unterwegs. Ich bin heute unterwegs im Großraum Bad Vöslau. Und zwar bin ich aktuell gerade am Hauerstein heroben. Und falls ihr im Hintergrund so ein paar Schussgeräusche hört, ich weiß nicht, ob es vom Steinbruch ist, der da gleich nebenan ist, oder ob das irgendwelche Jäger sind, ich habe keine Ahnung. Aber ich wollte heute auf alle Fälle eine circa 13,5 Kilometer lange Sondierungsrunde machen für eine unserer nächsten Wanderveranstaltungen mit den Schlittenhunden. Bin allerdings mittlerweile nicht mehr auf der ursprünglichen Route unterwegs, weil ich gleich am Anfang gesehen habe, dass der Asphaltanteil einfach extrem hoch gewesen wäre, was aus dem Kartenmaterial so nicht unbedingt rausgegangen ist. Und habe mich dann spontan dazu entschlossen, eine Alternativroute zu gehen, die ich mir im Vorfeld so ganz grob schon mal angeschaut hatte, die ich dann aber verworfen gehabt habe aufgrund des Geländeprofils. Jetzt bin ich ja gerade dabei, dass ich mir das anschaue, ob man das nicht doch machen kann. Und muss sagen, bis jetzt war das eigentlich ganz okay. Es war ein relativ kontinuierlicher Anstieg darauf jetzt. Aber nichts, was jetzt irgendwie nicht machbar gewesen wäre. Ich habe jetzt eigentlich den höchsten Punkt der Runde schon erreicht. Interessant wird es halt jetzt, wie das Stück bergab ausschauen wird, wie steil das wird, weil das ist meistens eher das Kriterium, dass das nicht zu steil wird, weil das mit den Hunden, also mit den Schlittenhunden vorne, mitunter ganz schön anstrengend sein kann, weil man die einfach bergab immer zurückbremsen muss, die meisten zumindest. Und dementsprechend muss man da auch bei der Streckensondierung schon so ein bisschen drauf Rücksicht nehmen und darauf achten, ob das dann funktioniert oder nicht. Jo, ich bin auf alle Fälle schon so ungefähr, ja, gute 4,5 Kilometer, eher 4,5, denke ich mal. Müsste schnell schauen, was das GPS sagt. 4 Kilometer, 4,2 Kilometer bin ich jetzt schon unterwegs. Werde jetzt dann meine Runde mal fortsetzen und den Weg durch den Wald hier genießen. Es ist wirklich super schön ruhig. Es ist da keine Menschenseele unterwegs. Ich habe da bis jetzt, ich glaube, zwei Leute gehabt, die mir entgegengekommen sind. Ansonsten ist das da komplett einsam. Das ist sehr angenehm. Das ist überhaupt nicht überlaufen. Und es ist ein irrsinnig schönes Waldgebiet. Es ist vorwiegend Kiefernbestand mit noch relativ jungen Bäumen, aber es ist auf alle Fälle ein unbewirtschafteter Wald und ich gehe mal stark davon aus, dass das Kernzone vom Biosphärenpark Wienerwald ist. Das muss ich mir aber auf der Karte dann daheim noch anschauen, aber so wie das hier aussieht, würde ich mal schwer drauf tippen, dass dem so ist. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle weitergehen. Wettermäßig ist es perfekt. Es ist bewölkt, zwischendurch immer wieder Sonne. Und es soll an sich auch nicht regnen heute, laut Wetterbericht, wenn man dem trauen kann. Von dem her echt perfektes Wanderwetter. Es hat so 20, 22 Grad. Was für Mitte Juli eigentlich relativ außergewöhnlich ist. Aber das ist äußerst angenehm und perfektes Wanderwetter eigentlich. Also, es kann eigentlich gar nicht schief gehen. Dementsprechend werde ich mich jetzt wieder auf den Weg machen und ein bisschen weiter marschieren und werde mich dann bestimmt unterwegs dann wieder mal melden. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt wieder 2 Kilometer hinter mich gebracht. Bin jetzt gerade unterwegs auf dem Weitwanderweg 448 Richtung Bad Vöslau. Und es geht jetzt kontinuierlich
vom Hauerstein bergab hinunter, aber angenehm, also nicht steil, sondern schön kontinuierlich verlaufend, gemütlich runter. Und mir ist gerade eingefallen, es gibt ja da was, was ich euch noch gar nicht erzählt habe an der heutigen Tour. Und nachdem da gerade so ein Bankerl in der Gegend herumsteht, habe ich mir gedacht, okay, das nutze ich gleich, mache ein bisschen Pause und erzähle euch da jetzt noch was. Und zwar bin ich heute so auf ein bisschen auf eine Probe aufs Exempel unterwegs. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal in einer der letzten Folgen erwähnt, ich möchte mal irgendwann über 2 Wochen oder so einen Weitwanderweg gehen. Welcher das dann noch immer wird, keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, irgendwie könnte ich mal probieren, wenn ich sowieso unterwegs bin, ich gehe mal mit etwas schwererem Gepäck. Das heißt, ich habe jetzt mal den Rucksack so gepackt, dass mal das Wichtigste drinnen ist, was ich für eine Mehrtagestour brauche. Ausgelegt auf eine Hüttentour, also Übernachtung nicht irgendwo in der freien Wildbahn, sondern wirklich irgendwo auf Hütten oder in Pensionen, Jugendherbergen, was auch immer. Und habe jetzt den Rucksack mal zusammengepackt und bin jetzt mit dem Gesamtrucksackgewicht ungefähr auf ca. 12,5 Kilo. Da muss ich aber dazu sagen, dass der Rucksack selber schon relativ schwer ist, weil der hat hinten 2 Metallschienen drinnen. Das sind zwar Aluschienen, aber trotzdem. Das heißt, der Rucksack hat alleine schon so circa 3,5 Kilo. Also von dem her muss man schon mal einiges abziehen, was jetzt rein an Inhalt drinnen ist. Und es sind in den 12,5 Kilo auch 2 Liter Wasser dabei. Also der Rucksack selber ohne dem Wasser hätte jetzt irgendwo um die ungefähr 10,5 Kilo. Aber mit den 2 Liter Wassern, die in der Trinkblase jetzt natürlich noch drin sind im Trinksystem, ist das halt natürlich ein bisschen mehr. Jo, das heißt, ich mache heute so mal die erste Probe, ob das mein Rücken und meine Schultern vor allen Dingen überhaupt mitmachen. Der Rücken ist ja weniger das Problem. Aber ich habe ja meistens mit schwereren Rucksäcken das Problem, dass die Rucksäcke an den Schultern ziehen und mir dann einfach nach einer gewissen Zeit die Schultern zum Wehtun anfangen. Und da ist es jetzt im Moment so, dass das noch sehr gut ausschaut. Ich habe also das scheinbar auch vom Packen her ganz gut erwischt, vom Schwerpunkt her, und habe das offensichtlich jetzt auch ganz gut hingekriegt, dass das Gewicht hauptsächlich am Hüftgurt liegt. Das heißt, ich habe einfach die Schultergurten ein Stück aufgemacht, sodass der Rucksack etwas nach unten rutscht und dann wirklich am Hüftgurt der Großteil des Gewichts liegt. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, schaut bis jetzt ganz gut aus. Und auch die Füße spielen gut mit, also stimmt mich schon mal positiv, sage ich mal, im Hinblick auf dieses Unterfangen. Jo, ich bin jetzt mittlerweile herunten in einem Mischwald. Das heißt, so der überwiegende Föhrenbestand ist jetzt mal schon hinter mir. Ich bin auch schon wieder deutlich weiter herunten, muss man auch dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr auf den 500 Höhenmeter, die ich beim Hauenstein oben war, sondern bin jetzt nur mehr auf ungefähr 400. Das heißt, ich bin jetzt schon wieder circa 100 Höhenmeter weiter herunten. Und da ändert sich natürlich schlagartig dann auch wieder die Vegetation. Also es gibt schon noch ein paar Föhren so zwischendurch, also Kiefern, aber der Großteil sind jetzt schon wieder Laubbäume. Ja, in diesem Sinne, nachdem da, glaube ich, schon wieder ein paar Leute kommen, werde ich jetzt mal Schluss machen und werde wieder ein Stück weitergehen und werde mich dann auf alle Fälle später wieder bei euch melden. So, da bin ich schon wieder. Recht weit bin ich ja noch nicht gekommen. Aber ich muss die Gelegenheit nutzen und euch da ein bisschen was erzählen wieder. Weil ich bin jetzt gerade da an so einer Informationshütte vorbeigekommen. Da habe ich mir gedacht, aha, was ist das? Ein Haufen Informationstafeln drinnen. Und habe mir das dann ein bisschen angeschaut. Und habe dann gesehen, dass es auf diesen Schautafeln und Infotafeln um die Pechgewinnung geht. Also Pech ist ja oder wird gewonnen ja aus Baumharz von Nadelbäumen.
und insbesondere eben von Föhren, also Kiefern. Und davon gibt es ja da in der Gegend reichlich. Also wir haben ja da sogar in der Nähe, also in der Nähe, aber da in Berchtesgadsdorf oben gibt es ja einen Landstrich, sage ich mal, oder eine Flurbezeichnung und einen Naturpark, der trägt auch den gleichen Namen, nämlich Föhrenberge. Also da sieht man schon, Föhren, also Kiefern gibt es bei uns genug. Und dementsprechend wurde natürlich das auch genutzt zur Harzgewinnung bzw. Pechgewinnung. Und bevor die Kunststoffe erfunden wurden, war ja Harz ein relativ intensiv genutztes Material oder ein viel genutzter Rohstoff. Da sind sehr viele Produkte daraus entstanden, auch viele technische Produkte, bevor man eben die Kunststoffe entdeckt hat. Bevor man also Erdöl raffiniert hat und entsprechend weiterverarbeitet hat. Und das Ganze wird recht anschaulich eigentlich dargestellt, wie das abgelaufen ist. Auch so ein kleiner, ich sag mal, Musterbaum steht da dazu drinnen. Also ein alter Baum, der irgendwann mal ja entweder umgefallen ist oder umgeschnitten wurde. Das Ganze dreht sich so rund um das Jahr 1910 in etwa, diese ganzen Infotafeln. Weil es natürlich dann relativ kurze Zeit später wurden dann ja schon die Kunststoffe gefunden und dann hat die Harzproduktion ist dann stark zurückgegangen oder die Nachfrage nach Harz ist einfach stark zurückgegangen, weil man mit den Kunststoffen einerseits bessere Produkte herstellen konnte und andererseits war das einfach auch billiger. Ja, auf jeden Fall eine interessante Geschichte und so viel zwischendurch ganz nett zur Auflockerung. Ich werde jetzt mal weitergehen Richtung Bad Vöslau, werde aber nicht nach Bad Vöslau runtergehen, sondern im Wald bleiben und dann wieder zurück Richtung Gein fahren, wo ja dann mein Auto steht. Aber ich denke mal, ich werde mich dazwischen sicherlich mal wieder bei euch melden. Der Test läuft derweil nach wie vor ganz gut. Es geht ganz gut und ja, dann bis zum nächsten Abschnitt. So, Dale, da bin ich wieder. Ich sehe jetzt schon wieder hinunter auf Gein fahren. Nähe mich also schon langsam dem Ende der Runde. Und habe jetzt mittlerweile ja noch nicht ganz 11 Kilometer in den Beinen. Und es ist jetzt 3:15. Und ich habe auf den letzten Abschnitten ganz nette Entdeckungen gemacht. Ich habe einen Schmetterling fotografiert. Dann hatte ich sogar einen Hirschkäfer, die ja mittlerweile auch schon sehr selten geworden sind. Dann bin ich einem Waldlehrpfad entlang gegangen und einem Geolehrpfad, weil die Gegend um Bad Vöslau und Baden ist ja thermalaktiv, das heißt, hier gibt es sehr viele Thermalquellen, die da natürlich auch entsprechend gefasst worden sind und gibt es natürlich jetzt Thermen und Thermalbäder. Und es wird da halt da ein bisschen erklärt, wie das alles entstanden ist und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich auf dem Sonnenweg schon wieder und bin jetzt dann, ich schätze mal so in einem 3/4 Kilometer bis Kilometer wieder an der Abzweigung, wo es dann wieder zurückgeht in die Ortschaft und damit auch zurück zum Auto. Der Test verläuft bis jetzt ganz gut mit dem Rucksack. Das gefällt mir schon mal gar nicht schlecht. Ansonsten, ja, gibt es sicherlich noch ein paar Optimierungspotenziale an der ganzen Geschichte, aber so fürs Erste ist das schon mal ganz gut. Ich sitze da jetzt auch gerade wieder auf einem Bankerl, auf einem Aussichtspunkt, wo man so ein bisschen auf Gein fahren runter sieht und
über diese ehemalige Meeresbucht den Blick schweifen lassen kann. Also Meer war da natürlich irgendwann in den Urzeiten, also das ist natürlich schon viele Millionen Jahre her. Aber das gehört halt alles zu dieser Entstehungsgeschichte hier dazu, auch zu diesem Thermalgebiet. Und man hat hier einen wirklich schönen weitläufigen Blick. Und das Besondere hier bei Gainfahren ist, dass es eben diese Gainfahrener Bucht hier eben gibt, die gebildet worden ist durch die Hebung von einem Schottergebirge, eben in diesem Urmeer, aus diesem Urmeer heraus. Und das ist so eine, ich sag mal, sanfte Hügellandschaft und dahinter geht es dann wieder mit den Alpen weiter. Und das ist ein sehr interessantes Panorama auf jeden Fall. Und ich sitze jetzt da gerade so ein bisschen in der Sonne, genieße das Ganze. Und ja, werde mich dann schön langsam wieder auf den Weg machen, dass ich mal wieder zum Auto zurückkomme. Ja, dann bis später. Ich bin wieder zurück beim Auto. Habe jetzt die Tour soweit fertig. Es waren jetzt schlussendlich irgendwas zwischen 12 und 13 Kilometern. Je nachdem, welche Trackaufzeichnung ich jetzt glauben will. Und ja, grundsätzlich eine schöne Tour. Allerdings hat es mir das letzte Stück, ein wenig angetan, weil damit fällt diese Tour leider für die Hunde schon wieder aus. Weil der eine Abstieg so leider nicht machbar ist mit den Hunden. Und auch die Alternativvariante nicht sinnvoll ist. Ich habe jetzt da in der Gegend nochmal eine andere Route ins Visier genommen. Die werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche machen. Und zwar führt die über den Soßa und Badener Lindkogel. Und ein ganz kurzes Stück parallel zu der Strecke, die ich heute gegangen bin. Und zwar dann bei dieser Becherhütte vorbei. Und ja, das, wie gesagt, ist jetzt mal für nächste Woche am Plan. Werden wir dann einmal schauen, was sie da noch so ergibt. Mal schauen, wie von der geplanten Route dann einmal das Höhenprofil ausschaut, von den Steigungen her. Muss man jetzt dann einfach einmal schauen. Gut, auf alle Fälle werde ich mich jetzt dann mal auf den Heimweg machen und mich mal duschen gehen wahrscheinlich, weil ich ziemlich verschwitzt bin. Es ist ziemlich warm geworden jetzt die letzten ein, zwei Stunden. Der Test mit dem Rucksack, mit dem Schweren ist eigentlich ganz gut gegangen. Das Einzige, was ich da jetzt noch ändern muss, ist die Befestigung von meiner Spiegelreflexkamera. Das ist so noch nicht ganz das Wahre. Das ist noch nicht wirklich das, was ich mir vorstelle. Das muss noch ein bisschen anders werden. Aber da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das machen könnte. Also da wird sich auf alle Fälle auch eine Lösung nachher finden. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich mal aus Bad Vöslau. Und ich denke, ich werde dann nochmal ein Thema haben, was ich euch im Anschluss noch mitgeben werde. Also da werden wir uns dann sicher nachher nochmal hören. Sodale, mittlerweile bin ich schon daheim angekommen, habe auch schon mein verspätetes Mittagessen hinter mir und ja, habe auch in der Zwischenzeit schon mal nachgeschaut wegen der Kernzone vom Wienerwald in dem Bereich vom Hauerberg. Also der Hauerberg ist gerade nicht mehr
Kernzone vom Wienerwald. Die Kernzone Wienerwald, also von dem Biosphärenpark, ist in dem Bereich nur Soßer-Lindkogel. Und das ist dann im Prinzip kurz vor dem Steinbruch ist diese Kernzone dann aus. Aber ja, wie gesagt, so wie es dort aussieht, nehme ich mal stark an, ist das dort auch ein nicht bewirtschafteter Bereich, also forstwirtschaftlich nicht bewirtschafteter Bereich. Gut, dann schmeiße ich euch noch ein paar Statistiken um die Ohren. Und zwar war ich insgesamt unterwegs mit einer netten Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,9 Stundenkilometern. Also immer zu der Zeit, wo ich gegangen bin, war das die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit sind allerdings nur 2,5 Stundenkilometer, was einfach der Tatsache geschuldet ist, weil ich halt eben da live umgeplant habe, quasi wie ich unterwegs war und dementsprechend ich immer wieder nachschauen habe müssen, wo gehe ich weiter und so weiter und so fort. Reine Gehzeit waren 2,5 Stunden ungefähr. Die Gesamtzeit war natürlich etwas länger, nämlich fast 5 Stunden, also 4 Stunden 48 war die Aufzeichnung lang. Ich habe 416 Höhenmeter im Aufstieg und 400 Höhenmeter im Abstieg überwunden und war scheinbar auf einer maximalen Höhe von 464 Metern. Das ist so, was das GPS mir da so ausspuckt. Ja, recht viel mehr will ich euch da jetzt von den Statistiken her gar nicht um die Ohren schmeißen. Vielleicht noch eine Sache ist vielleicht noch interessant von der maximalen Neigung her, waren es in der Gegend um die 20% in etwa, was die maximale Steigung und auch das maximale Gefälle angeht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so wirklich stimmt, aber das ist halt das, was das GPS mal aufgezeichnet hat. Gut, ich will euch damit die Statistiken gar nicht länger quälen. Es sollte nur so ein bisschen ein Überblick sein. Und ja, dann habe ich noch eine Sache für euch. Und zwar wird jetzt ab sofort auf der Webseite zum Podcast wird bei den Tracks auch ein QR-Code eingeblendet. Also ihr kennt das ja, ne? Ihr habt bis jetzt immer so die Kartenansichten gehabt mit den Trackverläufen, wo also die Wegstrecke dann ersichtlich war. Das gibt's in Zukunft natürlich auch, aber es wird oberhalb von dem jeweiligen Trackfenster, also von der jeweiligen Trackansicht, wird es nochmal so einen kleinen gepunkteten Code geben, eben ein QR-Code. Wozu das Ganze? Grundsätzlich ist es so, also dass ja der QR-Code aus dem Bereich der Industrie kommt. Aber dieser QR-Code hat sich in den letzten Jahren immer mehr für mobile Anwendungen durchgesetzt, sage ich jetzt mal, oder etabliert. Und im Prinzip ist es ja, also es wird dafür verwendet, dass man eben Internetlinks, also URLs, irgendwo leicht mit dem Handy abrufbar macht. Das heißt, im Normalfall ist das dann irgendwo auf irgendwelchen Plakaten oder so drauf. Dann kann man mit dem Handy hingehen, mit einem entsprechenden Codeleser, also mit einer Codelese-App, die was diese Codes eben auswerten kann und auslesen kann. Und mit der kann man sich dann eben gleich direkt auf diese Webseite leiten lassen. Also im Prinzip ist das so, man geht mit dieser App hin zu dem QR-Code, diese App startet dann die Kamera, man fotografiert im Prinzip den Code, beziehungsweise erkennt die App automatisch diesen Code in dem Kamerabild und zeigt einem dann die Internetadresse an und wenn man dann im Prinzip drauf drückt, dann kommt man eben auf diese entsprechende Webseite. Das habe ich jetzt eben da mal eingebaut. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr euch die Webseite anschaut, den QR-Code mit eurem Handy abscannen, wenn ihr eine entsprechende App installiert habt. Aber ich sag mal, die meisten Smartphones haben das, glaube ich, mittlerweile standardmäßig dabei. Auf meinem Xperia Z ist da zum Beispiel der Neo Reader drauf.
Der ist aber standardmäßig mit installiert, also den habe ich jetzt nicht irgendwie extra gesaugt oder so, sondern der ist da wirklich standardmäßig einfach mit drauf. Und der funktioniert ganz tadellos, also er kennt eigentlich bis jetzt problemlos alle Codes, die ich bis jetzt versucht habe. Ja, ich habe das mal eingebaut. Ihr könnt mir ja dann noch ein Feedback geben, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob ihr das brauchen könnt oder nicht. Und ja, das bringt mich mal wieder zum Thema Feedback. Also generell ist es ja so, dass ja wir Podcaster irgendwie vom Feedback leben. Und das heißt, wir wissen zwar anhand von Downloadzahlen und so weiter, dass diese Dateien runtergeladen werden und wahrscheinlich auch gehört werden, aber natürlich, wenn wir wirklich Feedback kriegen, sei es in Form von den Kommentaren zu dem jeweiligen Beitrag oder in sozialen Medien oder von mir aus auch irgendwie in Audioform, das heißt, dass man irgendwie so einen Audiokommentar zugeschickt kriegt oder was auch immer, dann ist das natürlich unheimlich schön und ja, eine tolle Sache für einen Podcast. Und ich möchte euch einfach mal wieder mal dazu aufrufen, mir mal wieder ein bisschen Feedback zu geben, wie euch die Sendungen so gefallen und was ich besser machen kann, was euch nicht so gefällt, was euch besonders gefällt, was ich vielleicht ausbauen soll, wie auch immer. Also ich bin da auch für konstruktive Kritik natürlich jederzeit offen, ist überhaupt kein Thema, weil nur damit kann ich mich irgendwie da in meinem Podcast auch weiterentwickeln. Also ich brauche euch, ich brauche eure Rückmeldungen und ja, ich hoffe, dass da was von euch kommt. Also von den Adventure-Buben weiß ich ja, dass sie den Podcast hören und von denen kriege ich auch immer wieder mal Feedback. Vielen Dank auch an dieser Stelle an die Adventure-Buben dafür. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf alle anderen Feedbacks, die ich von euch kriege und auch von anderen Leuten. Und ja, gebt mir Feedback, Leute. Das würde ich mir echt wünschen. Das geht mir irgendwie ein bisschen ab und ja, das könnte natürlich für einen zusätzlichen Motivationsschub dann wieder bei mir sorgen. Gut, genug herumgeraunzt. Ich lasse für heute mal wieder gut sein. Ich werde euch jetzt aus dieser Folge dann mal wieder entlassen. Ich muss euch da jetzt nicht unnötig quälen und das jetzt unnötig hinausziehen. In dem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle wie immer eine schöne Woche und viel Spaß bei euren Touren und sonstigen Unternehmungen. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at